Hallo, herzlich willkommen zum Naturerkunde-Kanal. Im Naturerkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturerkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten können, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Mittel oder Tipps und Anregungen mit auf den Weg geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Aszites sprechen. Was heißt Aszites? Aszites ist die lateinische Bezeichnung für etwas, das man als Bauchwasser übersetzen könnte, was so viel heißt, dass sie Wasseransammlung im Bauchraum haben, im weitesten Sinne. Und da gibt es halt verschiedene Gründe für. Einer der absoluten Hauptgründe und zu ungefähr 85% der Diagnosen ist die Ursache hier eine sogenannte Leberzirrhose. Eine Leberzirrhose bedeutet, Ihre Leber löst sich in Wohlgefallen auf, was überhaupt nicht gut ist. Da muss was gegen getan werden, ansonsten sehen Sie relativ schnell die Radieschen von unten. Um es mal ganz klar zu sagen. Denn bei diesem Prozess einer Leberzirrhose, was ein sehr langsam fortschreitender Prozess ist, also in dem Moment, wo es festgestellt wird, wo Sie schon Bauchwasser haben, da gibt es also auch verschiedene Abstufungen, ob es nur mit dem Ultraschall erkannt werden kann, ob es schon deutlich sichtbar ist und so weiter, haben Sie dieses Problem vermutlich schon 30, 40 Jahre oder noch länger und es hat sich ganz langsam entwickelt. Und die gute Nachricht ist, und da kommen wir dann später drauf, in bestimmten Grenzen, sofern Sie gewisse Maßnahmen einhalten, können Sie Ihre Leber durchaus wieder so hinbekommen, dass Sie unter Umständen ohne weitere Medikamente noch ein relativ langes und glückliches Leben führen können. Ja, zweiter Punkt, was das bedeuten könnte, was die Ursache ist für dieses Bauchwasser, könnte ein sogenanntes Lymphom sein. Hier gibt es verschiedene Lymphome, sind letztendlich ist es Krebs der Lymphdrüsen. Nicht sehr schön, es gibt verschiedene Formen, die unterschiedlich behandelt werden. Und hier kann es eben sein, da die Lymphknoten ja im ganzen Körper verteilt sind. Das ist so eine Art Abfangstation, wo halt der Körper Viren, Bakterien etc. eigentlich abfängt und abtötet. Ganz grob gesprochen natürlich. Und wenn die halt anfangen zu metastasieren oder sich zu entarten, kann das natürlich überall passieren. Das kann natürlich auch an Stellen sein, wo es dann eben zu diesem Bauchwasser kommt. Und es kann natürlich allgemein Krebs sein, der eben metastasiert. Also wenn man vielleicht schon Brustkrebs hat oder Lungenkrebs, kann dieser Krebs ja unter Umständen überall anders hin metastasieren, in die Leber. Dann hätten wir schon sowieso einen Leberkrebs mit Leberzirrhose unter Umständen. Er kann aber auch in andere Bereiche im Bauchraum metastasieren und dort dann eben dieses Bauchwasser auslösen. Was sind mögliche Anzeichen für eine Aszites, also Bauchwasser? Kann man sich vorstellen, wenn hier unten sich im Bauch viel Wasser sammelt, kann es zur Atemnot kommen. Natürlich werden Sie eine relativ schnelle Gewichtszunahme haben. Das bitte verwechseln Sie nicht mit der Einnahme von Cortison oder Cortison-ähnlichen Präparaten, die das auch machen können. Und einige hundert andere Medikamente machen das auch. Also wenn Sie gerade Ihre Medikamente gewechselt haben, Sie nehmen sprunghaft zu und auch Ihr Bauchumfang nimmt zu, muss das jetzt kein Bauchwasser sein, was sich da ansammelt. Meistens geht das einher mit einem Völlegefühl, logischerweise mit einem verdickten und umfangreicheren Bauch. Es kann auch zu Schwellung der Fußgelenke führen, Übelkeit, Erbrechen ist irgendwo auch ein Stück weit erklärlich, wenn es halt von unten hochdrückt. Herzbrennen, logisch, es drückt halt von hier unten gegens Herz. Dann kann es durchaus des Öfteren zu Gelbsucht kommen und zu Muskelschwund und auch unter Umständen zu Fieber, wenn das Ganze infektiöser Natur oder einen infektiösen Hintergrund hat. Risikofaktoren. Da geht es jetzt um Sie, was Sie tun können oder auch vielleicht auch gar nicht tun können, weil Sie es nicht beeinflussen können. Hauptrisikofaktor ist häufig übermäßiger Alkoholkonsum. Und da wird es auch schon kritisch, denn die meisten Ärzte kennen auch nur den Alkohol, den wir von außen zuführen. Das Kritische an der Sache ist, unser Körper produziert, wenn die Darmflora nicht komplett in Ordnung ist, sogenannte Fuselalkohole und andere Gärstoffe in unserem Darm.
Das ist das Problem. Also wenn sie öfter mal Gase lassen, schlecht auf Toilette können, nach dem Essen schnell müde werden und solche Sachen, kann es durchaus sein, dass sie eine Fehlbesiedlung des Darmes haben. Und dann passiert im Darm nichts anderes, als wenn sie, sagen wir mal, Milch oder irgendwas anderes in der Sonne stehen lassen, können sich vorstellen, wie das nachher aussieht und was sich daran verändert. Manches davon ist ja durchaus gewollt, aber im Darm ist das eben nicht gewollt. Und diese Fuselalkohole, die oft noch giftiger sind und toxischer sind als die Alkohol, die wir uns hier oben reinführen, die muss die Leber entgiften. Und damit hat sie gut zu tun. Und das bedeutet, wenn sie das halt über 30, 40, 50 Jahre haben, und wenn sie dann noch Alkohol vielleicht trinken und andere größere, kleinere Laster haben, ja, dann irgendwann sagt ihre Leber mal, ich kann nicht mehr und verabschiedet sich unter Umständen so langsam. Und das erste Zeichen oder eins der führenden Zeichen ist halt Bauchwasser. Es gibt auch labortechnische Werte, nur die wirklich interessanten Werte werden meistens standardmäßig nicht abgenommen. Ja, dann kann es sein, dass sich auch so etwas bildet aufgrund einer vorhergegangenen Hepatitis, also einer Leberentzündung, die sich dann langfristig, also verchronifiziert. Übergewicht kann ein Problem, kann ein Risiko sein, eine Nierenerkrankung kann das Ganze begünstigen. Ein chronisch erhöhte Cholesterinwerte, also egal ob durch eine völlig bescheidene Ernährung oder aber eben unter Umständen durch eine genetische Veranlagung, das kann es auch geben, ist ein Risikofaktor. Und Ernährung mit zu wenig Eiweiß. Zu viel Eiweiß ist nicht gut für die Nieren, zu wenig Eiweiß kann langfristig ein Problem auch geben. Wobei sie Eiweiß oft in ausreichenden Mengen bei einer normalen Ernährung, wenn sie sich nicht nur von Fastfood ernähren, nicht nur von Coca-Cola, sollten sie eigentlich das, was ihr Körper braucht, normalerweise zu sich nehmen können. Okay, kommen wir jetzt zum interessanten Punkt, der Sie sicherlich am ehesten interessiert. Was können Sie tun, wenn schon einmal dieses Bauchwasser bei Ihnen diagnostiziert wurde und Ihnen vielleicht auch noch offenbart wurde? Tja, tut mir leid, Sie haben Leberzirrhose, Sie werden nicht mehr lange leben können, außer Sie nehmen jetzt diese schulmedizinischen Mittel. So. Und da können Sie vielleicht das Ganze nochmal verbessern, indem Sie jetzt einen oder mehrere dieser Tipps bedenken. Also, das Erste, das wird Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich auch schon sagen, reduzieren Sie die Salzzufuhr. Auch die versteckten Salze, also Chips und sowas, was Sie vielleicht früher gerne mal gegessen haben, das können Sie alles streichen. Ernähren Sie sich idealerweise wirklich nur noch von frischen Sachen. Und da möglichst kein Salz mehr hinzufügen. Brauchen Sie nicht. Die meisten Gemüse- und Obstsorten, wenn Sie sie bio kaufen, wo sie einfach gesünder, was einfach gesünder ist, haben genug Geschmack, da müssen Sie nicht nachsalzen. Von mir aus tun Sie sich Chili rein, das tut Ihrem Körper noch gut, aber kein Salz in Ihrem Fall. Dann versuchen Sie Ihre Ernährung so umzustellen, dass Sie mehrere kleinere Mahlzeiten, das heißt, dass Ihr Magen nicht immer so voll ist, sondern nur ganz kleine Portionen hat, die er schnell verdauen kann. Hat auch den Vorteil für den Darm, dass da nicht so eine Wucht, so eine Welle auf einmal ankommt, die dann erstmal abgearbeitet werden muss, sondern immer so kleine Etappen. Dann meinen Sie unnötige Toxine und Gifte. Damit meine ich jetzt nicht nur den Alkohol, den Sie vielleicht genommen oder auch nicht genommen haben über die letzten Jahrzehnte, sondern dazu gehören auch Kosmetika, Haarpflegeprodukte, Konservierungsmittel in Fertiglebensmitteln. All das sind Giftstoffe, Toxine, die unser Körper, ganz besonders die Leber, zu verarbeiten hat. Dann etwas, was Ihnen gut tut, um halt Sie auch ausreichend zu hydrieren, also Ihren Wasserpegel ausreichend hochzuhalten, ist Kokosnusswasser. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, das halt sich zu besorgen und davon reichlich zu trinken, ein, zwei Liter am Tag, und Sie haben eine optimale Versorgung mit natürlichen Elektrolyten. Dann würde ich natürlich empfehlen, sich einen Lebertee zu besorgen, in dem auf jeden Fall die Mariendistel drin sein, Entschuldigung, die auch, aber vor allen Dingen der Löwenzahn drin sein sollte, als das klassische Leberkraut. Dann
würde es Ihnen mit Sicherheit gut tun, wenn Sie sogenannte BCAAs zu sich nehmen. Das ist etwas, was sonst eher Bodybuilder machen. Das ist eine Abkürzung für Branched-Chain-Amino-Acids, also verzweigkettige Aminosäuren. Die sind gut für das Gehirn, aber auch eben für die Leber und für den Muskelabbau, der meistens einhergeht mit so einer Leberzirrhose. Dann, ich hatte mich da eben schon ein bisschen verplappert, Mariendistel-Extrakt würde ich Ihnen ans Herz legen. Mariendistel gehört, wie der Name schon sagt, zu den Disteln. Und der Same daraus enthält einen Wirkstoff, Silimarin, der extrem gut speziell auf die Leber wirkt und auf die Leberzellen wirkt und teilweise klinisch sogar als Infusion eingesetzt wird bei diesen immer mal wieder vorkommenden Pilzvergiftungen, die nämlich nicht nach 20 Jahren zum Tode führen, sondern innerhalb von ein, zwei Tagen die Leber zersetzen. Und auch das hat Menschen schon das Leben gerettet. Dann Kurkuma kann ich nur anraten. A, wirkt es generell entzündungshemmend. Es ist gut fürs Gehirn, was bei einer Leberzirrhose auch durchaus angegriffen ist. Und es schützt die Leber, kommt noch hinzu. Dann würde ich Ihnen diverse Heilpilze anraten. Also allen vorweg, mein Favorit, schmeckt mir jetzt mal nicht so gut, aber es ist trotzdem mein Favorit, ist der Reishi. Der zweite Pilz, der hier in Sinn kommt, ist der Coriolis und der dritte ist der Cordyceps. Sie finden weiter unten, wenn Sie unterhalb des Videos mal gucken, noch einen Text. Da werden Sie die entsprechenden Links und die Quellenangaben zu haben, wo Sie das herbekommen können. Ja, dann gibt es naturheilkundlich, das ist jetzt etwas nicht unbedingt das, was Sie machen können, das kann eher ein naturheilkundlicher Therapeut machen. Es gibt sogenannte Organpräparate. Das heißt, da werden vom Schwein oder vom Rinderembryo bestimmte Bestandteile, Herz, Leber, Niere und so weiter, separat getrennt, aufbereitet und ganz bestimmte Sequenzen aus der DNA werden halt herausgenommen und es hat sich eben gezeigt, dass man die halt spritzt, wirken diese Bestandteile auch nur auf die entsprechenden Organe. Das heißt also, wenn Sie Herz spritzen, als Beispiel, wirkt es auf das Herz und auf die Herzzellen. Wenn Sie Niere spritzen, auf die Niere und so weiter und so fort. Das sind sehr schöne Sachen, die kann ich nur ans Herz legen, sind nicht ganz billig, aber ich glaube, wenn Sie Entscheidungen haben, demnächst den Löffel abzugeben oder doch nochmal 500.000 Euro zu investieren, das Geld können Sie eh eigentlich nirgendwo mit hinnehmen. Ja, dann gibt es noch das Thema Komplexmittelhomöopathie. Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie unter Umständen eine Glaubensfrage. Glaube ich an Homöopathie oder nicht? Ich persönlich habe super Erfahrungen gemacht mit sogenannten Regenaplexen. Die kann ich nur ans Herz legen. Die sind sehr tiefgreifend, sehr effektiv. Auch wenn es Homöopathie ist, lassen Sie sich vom Namen nicht täuschen, es wirkt. Aber testen Sie es aus. Wenn Sie merken, bringt mir nichts, dann lassen Sie es halt wieder. Und ganz wichtig, passen Sie Ihre Lebensweise an. Also sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. Reduzieren Sie Ihren Stresspegel so denn irgendwie möglich. Sorgen Sie dafür, dass Sie wirklich nur noch frische Sachen essen. Viel Bewegung kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Die Leber braucht Bewegung, Umwälzung. Es kann auch durchaus sein, dass sich so eine Leberzirrhose eben gar nicht mal aufgrund irgendwelcher zugeführten Dinge oder Darmflora wegen, sondern unter Umständen aus einem psychischen Thema heraus. Irgendwas, was sie angefressen hat, was lange, lange vielleicht schon her ist und das sie nach wie vor nicht losgelassen haben, noch nicht verarbeitet haben. Bedenken Sie vielleicht auch solches im Rahmen Ihres Heilungsprozesses. Von daher, da kann Ihnen vielleicht Yoga helfen oder einfach meditieren. Zen-Meditation als Beispiel. Suchen Sie sich was raus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt tolle Apps, die Sie sich runterladen können, wo Sie geführte Meditationen haben. Heilmeditation. Herr Dahlke hat ganz tolle Heilmeditationen auf CD, die man bei Amazon oder wo auch immer erwerben kann und dann einfach jeden Tag reinhört. Wichtig ist wirklich die Regelmäßigkeit. Jeden Tag, immer und immer wieder. Ja, ich hoffe, die Inhalte waren für Sie interessant. Dann freue ich mich natürlich auf eine positive Rückmeldung. Vergessen Sie nicht, mal auf meinem Blog vorbeizuschauen unter www.kallmeier-naturheilpraxis.de. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, unten bei YouTube gibt es eine Kommentarfunktion. Hinterlassen Sie Ihre Frage einfach dort. Ich bemühe mich zeitnah zu antworten. Ich würde zum Schluss noch interessieren, welche Themen interessieren Sie und gibt es irgendwelche Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge, die Sie
haben, irgendwas, was sie schon die ganze Zeit nervt, seit denen ich den Mund aufgemacht habe. Ja, ansonsten, ich bedanke mich für Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss!